Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich fahre heute im rumänischen Siebenbürgen von Rasenow nach Brasov und von da aus weiter Richtung Hermannstadt. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Es ist 9 Uhr, das Fahrrad ist gepackt, kann losgehen. Ja, ich hatte hier einen sehr angenehmen Aufenthalt, gutes Frühstück, gut geschlafen. Ich bin jetzt kurz vor Rasenow und da fahre ich jetzt hin. Sieht nach einem herrlichen Morgen aus. Links sieht man noch die Karpaten. Und ich schaue mir jetzt die Stadt ein bisschen an, fahre dann nach Brasenow, schaue mich dort um und dann geht es Richtung Hermannstadt. Ich bin jetzt in Rasenow angekommen und die Hauptattraktion der Stadt ist die Festung da oben auf dem Berg. Aber da komme ich mit dem Rad nicht rauf. Wenn, hätte ich das gestern Nachmittag machen müssen. Aber da war ich zu müde. Das liegt wirklich auf dem hohen Felsen. Ich weiß gar nicht, wie man da hochkommt. Es ist aber ein wirklich nettes kleines Städtchen. Es hieß früher Rosenau. Ich bin ja jetzt in Siebenbürgen. Hier haben die Siebenbürger Sachsen gewohnt. Wenn ihr euch also für Burgen und Schlösser interessiert, Rasenow ist der Ort, den ihr besuchen solltet. Unterhalb des Schlosses gibt es noch einen schönen Platz. Wir sind gerade dabei, alles zu renovieren hier. Allerdings hat man den falschen Blumenschmuck gewählt. Begonien. Ja, ich hatte gehofft, ich würde die Burg jetzt ein bisschen besser drauf kriegen, weil sie eben im Gegenlicht lag, aber jetzt ist sie hinter den Bäumen verschwunden. Das ist nochmal der Blick zurück. Nächster Ort, der heißt auf meiner Karte Neustadt im Burzenland. Auch ein siebenbürgischer Name. Mal sehen, was der zu bieten hat. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ja, ist doch mal ein Ziel. Ja, es ist 9:30 Uhr. Hinter der Kirche sind noch Reste von der Burg zu sehen. Und ich fahre jetzt weiter nach Brasov. Es scheint mir eine Stadtmauer gewesen zu sein. Also die Kirche war wohl eingemauert. Das hier müssten die Schaefflerwerke sein, die hier Teile für die Automobilindustrie bauen. Brasov rückt näher. Da oben kann man die ganzen Namen sehen, wie es auch genannt wird. Sieht aus, als wäre in Deutschland gekauft. So, nachdem ich mal wieder auf einer autobahnähnlichen Straße hier reingefahren bin, nähere ich mich langsam dem Zentrum. Hier haben sie den Namen der Stadt oben auf den Berg geschrieben. Die eigentliche Altstadt befindet sich hinter diesem Hügel. Oben drauf ist noch eine Festung. Auf dem Berg führt eine Bahn zu dem Turm da oben und von da aus hat man dann einen vollen Blick auf die Altstadt. Eigentlich wollte ich gar nicht hierher kommen und vorher nach Hermannstadt abbiegen, weil dann habe ich in Tulln kurz vor Wien auf dem Campingplatz eine Polizistin getroffen, die hierher kommt. Und die hat mir gesagt, ich müsste unbedingt hierher fahren. Und sie hatte recht. Ja, die sah sehr gefährlich aus. Ich hatte wirklich Angst, dass sie Vampirblut in sich hatte. Ja, das ist doch mal ein Platz. Wunderschön. Und auch die Seitenstraßen können sich sehen lassen. Und da oben nochmal das Brasov-Schild. Das ist die Kathedrale, aber die hat einen unaussprechlichen Namen. Und das ist das alte Rathaus. Das hier ist der Marktplatz. Ja, wie gestern im Hotel. Sie versuchen es, aber es klingt nicht so ganz.
Ja, da kann man jetzt noch mal besser die Bahn sehen, die da auf den Berg führt. Ich bin wieder auf einem kleinen Platz. Und hier muss noch ein bisschen was gemacht werden. Diese Straße heißt Durchbruch. Und zwar ist da oben noch eine Stadtmauer am Berg entlang. Und auch noch eine kleine Festung. Aber da geht man alles besser zu Fuß hoch. Also wenn man sich für alte Städte interessiert, dann lohnt es sich bestimmt, hier einen Tag für die Besichtigung einzuplanen. Oder man kommt eben mittags hier an, geht ins Hotel und schaut sich dann die Stadt den Nachmittag und Abend über an. Das scheint jetzt hier die Haupteinkaufsstraße zu sein. Hier gehen überall wunderschöne Gassen ab. Da hinten ist wieder die Kathedrale und der Marktplatz. Überall sind Straßencafés, Restaurants, aber sie haben auch Bänke aufgestellt, dass man sich mal so hinsetzen kann, ohne unbedingt einkehren zu müssen. Es ist inzwischen 10:45 Uhr. Ich glaube, ich mache mich jetzt wieder auf und fahre aus der Stadt raus. Es wird auch immer voller, es kommen Reisegruppen. Ich möchte nicht wissen, was hier gestern am Sonntag los war. Ja, der Abstecher von meiner Route hat sich echt gelohnt, aber jetzt muss ich wieder dahin zurückfinden. Es geht jetzt leider wieder nur über große Straßen. Es ist inzwischen 10:45 Uhr. Ich bin aus Brasov raus. Wie befürchtet geht es über eine große Straße, aber ihr wisst ja, ich fühle mich hier am wohlsten. Und Alternative wäre eben gewesen, zurück nach Brasov und dann auf meine ursprünglich geplante Strecke, aber da müsste ich über einen Berg. Deswegen bleibe ich jetzt hier. Ich bin im Moment in Zeiden, es ist 12 Uhr, ich habe gerade noch eingekauft. Jetzt kommt hier ein Bergmassiv, das ich jetzt nur auf der Straße Nummer 1 umfahren kann. Oder entweder südlich auf der alten Strecke, also auf der von mir ursprünglich geplanten Strecke. Aber da komme ich jetzt nicht hin, deswegen bleibe ich jetzt hier auf der Hauptstraße. Ich bin jetzt also, wie gesagt, in Siebenbürgen bzw. Transsilvanien. Ich fahre jetzt am Nordrand der Karpaten entlang nach Hermannstadt. Ich bin jetzt ca. 2000 Kilometer Luftlinie von zu Hause entfernt. Und, wenn ich das jetzt noch irgendwie schaffen will, muss ich jetzt auch mal ein bisschen Gas geben. Ich habe mir jetzt in den Karpaten viel Zeit gelassen, fast eine ganze Woche. Und jetzt will ich mal wieder ein bisschen Strecke machen. Wie erwartet ist hier ziemlich viel Verkehr. Sehr viele Lastwagen, die das ganze Zeug, was hier günstig produziert wird, nach Deutschland schaffen, damit da die Autos zusammengeschraubt werden. Und ich habe Gegenwind. Der Wind hat gedreht. Die ganzen letzten Tage kam er aus Osten, als ich nach Osten gefahren bin. Jetzt, wo ich nach Westen fahre, kommt er aus Westen. Das sind die Berge, die ich gerade umfahre. Dass ich die Berge da umfahre, das heißt jetzt nicht, dass es hier nicht rauf und runter geht. Das ist eine sehr interessante Straße hier. Sitzen Störche, die scheinen sich vom Verkehr nicht stören zu lassen. Wenn mal gerade kein Verkehr ist, dann ist es hier wunderschön. Ich fahre hier am Nordrand der Karpaten entlang und habe immer Blick auf die Berge, aber ich kann mich leider nicht darauf konzentrieren. Ich muss auf die Straße schauen, ich muss auf diesem schmalen Seitenstreifen da fahren, weil es ist sonst zu eng für die Lastwagen und die fahren einfach durch. Ich habe mich inzwischen wieder ganz schön hochgeschraubt und jetzt geht es gerade wieder runter und da wird vor irgendwas gewarnt, was Unfälle verursachen kann. Ich glaube, es ist mal Zeit für etwas lustige Musik.
Ja, das hebt doch gleich die Stimmung. Mal schauen, was es hier so im Angebot gibt. Ja, ein buntes Potpourri an Krimskrams, wo man sich fragt, wer kauft das? Aber ich glaube, sie würden es nicht anbieten, wenn es nicht doch irgendwie jemand fände, der es kaufen würde. Ich meine, so ein Gartenzwerg muss man natürlich haben, wenn man einen Garten hat. Oder so ein Bär, der hinter einem Baumstumpf hervorschaut. Jetzt bin ich froh, dass mir so einer nicht aufgelauert hat. Es ist inzwischen fast 3:30. Ich bin jetzt gerade mal in einem Ort, seit langer, langer Zeit. Und es taucht so manche dunkle Wolke am Himmelszelt auf. Und es fällt auch ab und zu mal ein Tropfen. Deswegen habe ich jetzt in ungefähr 25 Kilometer eine Unterkunft gebucht. Wenn ich da ankomme, dann bin ich so ungefähr 90 Kilometer gefahren. Das reicht dann auch für heute. Und auf dem Wetterradar sieht es nicht gut aus. Deswegen ist es jetzt besser, irgendwann mal Schluss zu machen. So hieß der Ort, durch den ich gerade gefahren bin. Und so sieht die Landschaft aus. Wie man sieht, ganz schön was los hier. Es ist nicht normal, glaube ich. Es gibt eine Strecke direkt von Hermannstadt runter durch die Karpaten nach Bukarest. Aber die ist im Moment gesperrt, weil da eine Autobahn gebaut werden soll, die dann die Autobahn von Hermannstadt nach Ungarn anbindet an Bukarest. Deswegen geht jetzt der ganze Verkehr hier lang. Drüben scheint es zu regnen. Ich hoffe, die Straße macht gleich einen Knick nach links, damit ich da nicht durchfahren muss. Sieht aus, als würde es nach rechts abziehen. Gestern hatte ich auch großes Glück. So circa 2 Stunden, nachdem ich im Hotel angekommen war, hat es auch noch mal richtig geschüttet. War ich richtig froh, dass ich schon untergekommen war. So, jetzt hat es mich doch noch erwischt. Fing plötzlich an, dunkle Wolke über mir. Und ja, ich dachte, ich komme durch und habe gestrampelt und gestrampelt, aber es fing trotzdem an und dann tauchte diese Tankstelle auf. Ja, bin trotzdem recht nass geworden, aber ich musste jedenfalls nicht die Regensachen rausholen. So, es hat aufgehört. Hat auch schon wieder ein bisschen abgetrocknet. Aber ich werde trotzdem jetzt wahrscheinlich eher nass gespritzt. Ja, da hatte ich diesmal richtig, richtig Glück. Aber auf dem Regenradar sieht es so aus, als könnte das jetzt alle 5 Minuten wieder passieren. Hier wäre ich jetzt rausgekommen, wenn ich meine ursprünglich geplante Strecke gefahren wäre. Also nicht hier über Brasnov, sondern direkt von Brasnov hier hin. Und das wären nur 49 Kilometer gewesen. Dann hätte ich das schöne Brasnov nicht gesehen. Ich bin jetzt in Fagarasch und hier liegt meine Unterkunft, aber die muss ich jetzt erstmal finden. So, das müsste es eigentlich sein. Ich hoffe es jedenfalls. Ich habe jemanden angerufen und die wollten kommen. Ja, mal sehen. So, ich habe den Schlüssel gefunden, den ich brauchte, um hier reinzukommen. Kaum war ich drin, fing es wieder an zu regnen. Glück gehabt. Und morgen geht es dann weiter Richtung Hermannstadt. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal. Schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!